Hallo, hier ist Muro aus Osaka. Ihr wisst natürlich, dass ich seit über 2 Jahren diese täglichen Zen-Häppchen mache, die nur tägliche Zen-Häppchen heißen, denn donnerstags und sonntags gibt's keine. Stattdessen lade ich jeden Sonntag mache ich die Livestreams, ne? Sazen, das ist bei euch in Deutschland um 22:30 Uhr abends im Winter. Und donnerstags mache ich diese streng geheimen Videos, ne? Die nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind, sondern die nur die Ausgewählten von euch angucken dürfen. Und heute will ich auf eine Frage eingehen, die eigentlich für die täglichen Videos offenbar gedacht war. Der Fragesteller bittet mich ausdrücklich, in den täglichen Zen-Häppchen darauf einzugehen. Dabei berührt er aber ein sehr, sehr empfindliches Thema. Deshalb habe ich beschlossen, sie in dieser geheimen Donnerstagsserie zu beantworten. Ich lese erstmal die Frage vor. Sie lautet wie folgt: Lieber Muho, auf diesem Weg möchte ich die Gelegenheit nutzen und dir eine Frage stellen, mit der Bitte, in den täglichen Zen-Häppchen auf YouTube darauf einzugehen. Wie gesagt, ne, das kann ich leider nicht tun. Und warum? Das werde ich dir gleich verraten. Vor über 10 Jahren mittlerweile erhielt ich von meiner damaligen Arbeitskollegin eine Postkarte. Sie, die Kollegin, praktizierte damals auch schon seit recht langer Zeit Sazen und ging regelmäßig auf Schweigeretreats. Auf der Arbeit, wir arbeiteten zusammen in einer Gärtnerei, merkte ich ihre vertiefte Praxis an. Sie sprach nicht viel und arbeitete hart und sehr sorgfältig. Ihre Sprache und ihr Ausdruck waren bewusst und freundlich. Nachdem ich dort etwa 2,5 Jahre gearbeitet hatte, brach ich meine Arbeit dort für alle überraschend von heute auf morgen ab. Meine Kollegin schrieb mir dann auf dieser Karte, auf der sie ausdrückte, dass ich und meine Arbeitskraft im Betrieb fehlen würde. Auf der anderen Seite der Karte war ein Foto zu sehen. Auf dem war der Rahmen eines einfachen Fensters abgebildet. Ein Teil der Steinwand einer Klosterzelle, so schien es mir. Und ein gewaltiger Ausblick aus diesem Fenster in ein schneebedecktes Gebirge, vermutlich den Himalaya. Da war auch noch ein bisschen Text. Da stand: It's your mind that creates this world. Also, es ist dein Geist, der die Welt erschafft. Muho, was hältst du von diesem Ausspruch? Das ist erstmal die erste Hälfte. Und bis hierhin ist ja alles ganz schön, ne? Da hat jemand seine Arbeit gekündigt und bekommt von einer ehemaligen Arbeitskollegin diese Karte, vermutlich aus irgendeinem esoterischen Buchladen, mit diesem Kalenderspruch: Dein Geist erschafft die Welt. Könnte vom Dalai Lama stammen, könnte von Mahatma Gandhi stammen, könnte von Mutter Teresa stammen. Und selbst in den Büchern von einem gewissen Abmuho steht ja: Du erschaffst Anteichi. Klingt auch so ähnlich, ne? Dein Geist in diesem Augenblick erschafft die Welt. Und du musst nur deine Geisteseinstellung ändern und die ganze Welt wird sich ändern. Alles hängt von deinem Geist in diesem Augenblick ab. Netter Spruch, haben wir alle schon gehört. Und nur weil es ein netter Kalenderspruch ist, muss er nicht falsch sein. Im Gegenteil. Im Gegenteil. So ist es, ne? Aber es geht noch weiter. Und jetzt beginnt der Fragesteller
seinen Punkt an eine empfindliche Stelle zu legen. Und deshalb habe ich dieses Video auch privat geschaltet, nur für die Angehörigen des inneren Zirkels in meinem Kanal hier. Ich selbst habe immer öfter den Eindruck, dass meine Gedanken von der Welt gelesen werden. Ich erlebe fast täglich Begebenheiten, in denen das möglicherweise nur scheinbare Außen von meinem ebenfalls möglicherweise nur scheinbare Innen beeinflusst wird. Und zwar auf eine nicht nachvollziehbare Art. Beziehungsweise, jetzt werde ich hoffentlich nicht unverständlich. Da wird mir eine Durchflechtung von innen und außen offenbar oder ein sich gegenseitig bedingen. Resonanz oder wie oder was. Das fühlt sich dann für mich an wie ein Fingerzeig von einem größeren Geist. Bietet auch irgendwie Orientierung. Du bist ganz heiß dran, ne? Du bist da etwas jemandem auf die Spur gekommen. Bisher glaubtest du, du bist das Fenster. Und die Welt erscheint in diesem Fenster. Die Welt ist nichts anderes als das, was in dem Fenster erscheint. Aber was du gespürt hast, ist, da steht einer hinter dem Fenster. Und der sieht das alles. Der sieht dich von hinten sozusagen. Du sprichst von einem Fingerzeig, von einem größeren Geist. Man könnte jetzt auch sagen, ja, da hat einer den Stecker bei dir in der Dose. Und ich weiß genau, was du in diesem Moment denkst, du Ferkelchen. Ne? Das meine ich natürlich nicht. Stichwort Matrix. Aber weiter. Du bist uns auf die Schliche gekommen, du Ferkelchen. Das fühlt sich an wie ein Fingerzeig von einem größeren Geist. Der Stecker in der Dose bietet auch irgendwie Orientierung. Eine der letzten Begebenheiten war zum Beispiel, dass ich mir einer inneren Stimme folgend vor ein paar Tagen wieder das Buch Ins Innerste des Mandala, Reisen nach Ladakh von Andrew Harvey vorgenommen habe. Und einen Tag später höre ich dann Dirk Künne. Ich glaube, es war in dem Video mit dir zusammen, wie er davon spricht, ins Innere des Mandala vorzudringen. Das mag, für sich allein gesehen, als bloß selektive Wahrnehmung erscheinen. Aber mein Gefühl und auch mein Verstand sagen mir, dass mehr dahinter steckt. Dafür habe ich solche Dinge auch zu häufig. Ja, da könnte ich jetzt noch viel drüber rumschwurbeln, aber ich möchte ja deine Meinung dazu hören, wenn du magst. Ja, du bist uns auf die Schliche gekommen, dem Dirk und mir. Und wahrscheinlich spürst du auch schon, dass Dirk und Muho auch nur Namen sind, Etiketten für diese eine Sache. Diese eine Sache, die dich sozusagen von hinten,
Von hinten betrachtet das Innere des Mandala. Das Innere des Mandala, das hinter dem Fenster steht. Bislang glaubtest du, das Fenster zur Welt zu sein, aber da steht einer, der dich beobachtet. Ne? Und jetzt sei ganz, ganz vorsichtig, dass du das Fenster auch schön sauber hältst, nichts Unanständiges denkst, denn wir sehen das alles. Und es ist ein Monat vor Weihnachten. Ne? Aufgepasst, aufgepasst. Sonst kommt der Weihnachtsmann nicht. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass ich dich auf diesem Weg fragen darf. Ja, nichts zu danken. Nichts zu danken. Im Gegenteil. Ne? Wir bedanken uns bei dir, dass wir Einblick haben in dein Fenster, auf die Welt. Ich bin gespannt und freue mich auf deine Ansicht. Jetzt muss ich zur Arbeit. Hab schon etwas zu lange geschrieben. Alles Gute wünsche ich dir, Muho. Danke noch einmal, Gasho. Ja, mach dich an die Arbeit. Mach dich an die Arbeit. Stell nicht allzu viele Fragen, ne? Denn offenbar weißt du schon ein klein wenig zu viel. Ne? Und wie gesagt, alles, was ich heute hier am Donnerstag gesagt habe, ist streng geheim. Bitte nicht weitersagen. Tschüss.